meine Lieben, heute basteln wir etwas doch sehr Notwendiges, wenn man Blümchen verschenkt. Und zwar hier so eine Rosette. Ich hätte da gerne einen schwarz-weiß gestreiften Strohhalm unten reingesteckt, habe ich aber nicht da. Also habe ich mir geholfen mit so einem Schaschlikspieß. Und die gleiche Variante machen wir jetzt nochmal mit dem anderen Spruch, der ja der Stempelset ist aus dem Adventskalender von Anne, Türchen 24. Ich habe mir hier zwei Stücke in 5 cm Breite und DIN A4 Länge in Lila. Und das werde ich mir jetzt falzen. Aber dafür nehme ich ein Falzbrett, weil ich finde, da werden die Falzlinien irgendwie gerader. Und mache das folgendermaßen. Ich mache bei 1 und dann bei 3 und immer die ungeraden jetzt. Und dann drehe ich es mir um und mache die anderen Falzlinien. So hat man halt direkt die Knickrichtung, die man braucht. So, warte mal, jetzt habe ich hier keine 15, also hier weiter. Und dann einfach durchfalzen bis zum Ende, halt wie gesagt immer bei 1 cm. Also 2 cm Abstand. 27, 29, dann drehe ich mir das Ganze um und falze halt jetzt bei 2, 4, also jetzt eben die geraden Linien. Das Ganze hat mir, wie gesagt, zweimal geschnitten. Dadurch hat man ja, einen schönen Durchmesser. Mit einem würde auch nicht reichen. Also mache ich das jetzt noch ein zweites Mal. Und den kleinen Schwupse, der hier entsteht, dadurch, weil es ja 29,7 ist, A4, lassen wir auch, weil das können wir gut zum Verbinden dann nehmen. So, und nun wird das alles gefalzt. Und halt auch immer entgegengesetzt. Dazu mache ich mir jetzt erst jede zweite, die ich eben gefalzt habe. Das seht ihr dadurch, immer wo hinten so ein Bubbel ist, müsst ihr so lang falzen und dann dreht ihr das Ganze um und falzt das in die andere Richtung. Kann man natürlich auch einfach mit der Hand machen, aber so fügt sich das alles nachher besser. So, mach ich mal schnell fertig. So, und jetzt das Ganze nochmal in die andere Richtung, die Falzlinien, die wir jetzt noch nicht gefalzt haben. So, das haben wir. Jetzt werden die beiden noch aneinander gesetzt. Und dazu müsst ihr gucken, welche Seite ihr vorne haben wollt. Ich möchte diese strukturierte Seite, also mein Blatt hat eine Seite strukturiert, eine Seite nicht. Und deswegen bringe ich mir jetzt hier Kleber vorne auf, weil mein kurzes Stück ist hier vorne. Damit ich dann quasi die Klebelasche hinten habe. Und dann setze ich mir das hier an die Falz an. Oben, unten bündig. Und sollte es nicht gleich sein, was es jetzt bei mir hier ist, also das eine ist ein paar Millimeter länger irgendwie, dann setze ich es oben bündig an. Weil das hier verschwindet nachher unter dem Spruch. Und dann geht es ganz gut. So, andere Seite genauso. Drücke ich nochmal an und dann falze ich mir das auch alles nochmal einmal so nach, also einfach eine Runde rumgehen. Und hier seht ihr halt, wenn man das so mit dem Falzbrett macht, dann kriegt man halt richtig schön, könnt ihr ja mal selber probieren, wenn man das mit dem, hier ist jetzt zum Beispiel, wird schief, da war dann irgendwo ja, ein Knick drin, aber ist überhaupt nicht schlimm. Mal gleich gucken, ob das aufgeht. Irgendwie habe ich hier gerade das Gefühl. Mal gucken. Sieht so aus, als wenn ich hier eins rausschneiden muss.
ausgerechnet. Okay, wir müssen noch mal eins rausschneiden. Oder sogar zwei. Das war falsch gerechnet. Wir müssen ja hier so, so. Okay, also wir müssen es um eins kürzen. Dazu schneide ich mir einfach die Klebelasche noch mal raus. Und dann müssen wir gucken. Hier kommt es jetzt so. Und dann brauche ich eins. Also das muss hier ran. Schneide mir hier zwei raus. Mist. Ihr braucht nur eins rausschneiden. Weil, also insgesamt schneide ich gerade ja drei raus. Das war jetzt nicht gedacht. Wir müssen halt darauf achten, dass wir hier richtig sind. Aber hier sieht es eigentlich so aus, als wenn es richtig ist. Ne, hier seht ihr, hier geht was falsch rum. Das ist eigentlich zu viel. Das tut mir leid, Leute. Und dann muss ich hier wieder ankommen. Hm, genau, ihr hättet einfach eins rausschneiden müssen. Dann hätte es geklappt. Ich muss jetzt aber zwei rausschneiden. Ich hoffe, es wird nicht zu kurz. Wir gucken mal. So, also nochmal hier Kleber auf. Also ihr schneidet bei euch am besten das kurze Stück, das hinten ist. Das schneidet ihr weg. So, also hier nochmal aufsetzen. So, jetzt geht's richtig. Und hier genauso. Ja. Naja. Was soll jetzt? So, drück mir das hier wieder einmal an, wenn ich sie finde. Ja. Damit man das gleich nicht auseinander geht, wenn ich es klicke. Das so hinlegen. Also so. Sieht komplizierter aus als es ist. Das fügt sich eigentlich relativ gut von alleine. So, da haben wir es. So. Und dann habe ich mir einmal ein Stück, ja, mit so einem Motivloch, muss da gucken, was er hat, für hinten, damit es von beiden Seiten fixiert wird. Und den Spruch hier habe ich mir auch mit einer Kreisstanze ausgeschnitten. Da haben wir circa einen Durchmesser von 5 cm, 4,9. Das ist ja dieser Habt den besten Tag der Welt und ein wundervolles neues Lebensjahr. Und wenn man das halt bei einer Blume mit reinsteckt, finde ich das ganz hübsch. So. Dann bringe ich mir hier erstmal Kleber auf. Schön dick, ruhig. Könnt ihr auch mit Heißkleber machen, aber Flüssigkleber tut es auch. Die Mitte ruhig aussparen, weil da haben wir ja hier eh gleich ein Loch. So, und dann bräuchte man theoretisch eine dritte Hand. Ich nehme mir das jetzt so, versuche das alles so ein bisschen zu halten. Dann das hier mittig aufzusetzen. Und dann muss man versuchen, komplett überall, ja, das quasi so in die Mitte zu drücken. Und auch gucken, dass ihr so rundherum einen schönen Abstand habt. Also von dem zeige ich euch gleich. Wartet, ich muss kurz halten. Ich muss kurz anziehen. So, und dann könnte man das schon so umdrehen. Das hält noch nicht.
Deswegen ist Heißkleber da ganz gut. Ich halte einfach noch einen Moment. Kurz fixieren. Und dann hier auch Kleber aufbringen. Und aufgrund dessen, weil der Spruch hier etwas größer ist, also da habe ich eine größere Stanze verwendet, habe ich halt auch das Maß 5 cm gemacht. Das andere hat einen Durchmesser von, oder halt ein, wie heißt das? Dann die Hälfte. Von 4 cm auf jeden Fall. So. Und dann haben wir schon. Und so hält es halt ganz gut, wenn man es von hinten noch fixiert. So, und dann stecke ich mir hier einfach von hinten, gucke ich, wo es gut passt. Nehme ich die Rille hier, lege ich mir an, mache hier ein bisschen Flüssigkleber rein. Und das lasse ich dann auch so eine Weile liegen und dann zieht es auch an. Und dann haben wir unseren Blumenstecker. Ja, und das finde ich halt ganz süß, wenn man das in eine Blume passend reinsteckt. Und da habe ich halt, wie gesagt, jetzt das. Hier war das Papier nicht so geeignet. Das ist so ein bisschen gerissen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also hinten auf jeden Fall ganz dolle. Und ja, aber finde ich sehr süß. Und seht ihr hier, die ist vom Durchmesser kleiner. Weil einfach der Spruch war eine kleinere Stanze. Und eventuell mache ich da noch ein paar Bling-Bling-Steine rein. Aber ja, das ist meine Idee zu dem Türchen 24. Oder einfach eine nette Geschenkverschönerung, Blumenstecker oder wie auch immer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.